Er war der Mann beim völlig verrückten 8:4 gegen Legia Warschau, Marco Reus. BVB-Comeback nach 185 Tagen Verletzungspause, gekrönt von 3 Toren. Klar, habe ich natürlich hingefiebert auf den Moment und habe auch sehr hart gearbeitet. Und von daher fühlt sich das umso schöner an, mit dem Sieg dann auch und auch zu treffen. Er war 5 Monate weg, macht 3 Tore, nimmt seinen Ball für die Champions League mit und fährt wieder nach Hause. Also ist Markus einfach... Einfach ein Garant und auch, wenn man auch so ein bisschen vermisst auch. Abgesehen von einem famosen Marco Reus bekamen die Zuschauer ein Spiel zu sehen, in dem es zwischenzeitlich wirkte, als hätten beide Mannschaften ihre Abwehr in der Kabine gelassen. Rekordendstand 8:4. So viele Tore gab es in einer Partie der Königsklasse noch nie. Offensiv überragend, defensiv, klar muss man über die 4 Tore reden, aber trotzdem werde ich heute gut schlafen. Ich meine, wir haben 8:4 gewonnen, das alles ist gut. Auch nach Spieltag 5 grüßt der BVB von der Spitze der Champions-League-Gruppe F. Ein Punkt bei Real Madrid würde für den Gruppensieg reichen. Ich denke, dass Real alles in die Waagschale werfen wird, noch an uns vorbeiziehen zu wollen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat Dortmund schon einige Male gut ausgesehen im Bernabeu-Stadion. Und das wollen wir fortführen. Und so ging es nach einem denkwürdigen Abend nach Hause. Mit einer breiten Brust und dem Torrekord im Gepäck.